verlierst an Boden. Momentan bist du auf Platz 3. Kein Benzin mehr, fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box. Noch 5 Minuten. Zeiten in den Sektoren 2 und 3 sind in Ordnung, aber du verlierst viel Zeit in Sektor 1. Du hast Platz 10 in der Startaufstellung geholt, genau wie berechnet. Gut so. Das Auto ist fertig. Los geht's. Heute alle Chancen, dem Team eine Platzierung in den Punkten zu schenken. Wir wissen, dass du es drauf hast. Eine Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhaltens bekommen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten 3 Runden an die Box. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Du hast dir den Frontflügel beschädigt.
Es ist aber nicht schlimm, bleib draußen. Wir bleiben bei unserer ursprünglichen Boxenstrategie. Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhalten. Dagegen können wir nichts machen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten drei Runden rein. Wir glauben, dass das Auto vor dir Sprit für das Ende des Rennens spart. Lass dich nicht länger von ihm aufhalten. Zieh vorbei. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Du hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch ein Stopp für dich. Noch ein Stopp. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Klasse, das war eine neue schnellste Runde. Eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Mal sehen, ob wir mit DRS an ihm vorbeikommen. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
Toro Rosso hat bei Wernier die härteren Reifen aufgezogen. Wernier auf harten Reifen. Eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole nicht und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Die Spritmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Du liegst 5 Plätze hinter Nico. 5 Plätze trennen euch. Hinter Nico. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Du bist jetzt auf Position 11. Nur um einen Platz die Punkteränge verpasst. Gutes Rennen.